Ich fand es interessant, weil ich auch die ganzen Fahrer und Plakate überall eigentlich in Berlin gesehen habe. Und es wurde immer mehr. Da dachte ich, fahre sehr gern Fahrrad. Probiere ich das mal auch aus. Und fand es natürlich auch für mich persönlich interessant. Warum ich bei Foodora angefangen habe, war, dass man dort angestellt ist und nicht selbstständig. Also meines Wissens nach war es noch so, dass die meisten bei Deliveroo so Selbstständige sind. Und ich wollte ein normales Anstellungsverhältnis haben. Des schnöden Geldes wegen. Ich hatte schon einen Job im Callcenter, wollte mehr Geld verdienen und ein bisschen was anderes tun. Also habe ich gedacht, Fahrradfahren ist angenehmer als Callcenter. Es gibt Meeting Points, da versammeln sich die Fahrer zum Anfang ihrer Schicht. Dann loggt man sich über eine App ein und diese App verteilt dann Bestellungen, die eingehen an die Fahrer. Als erstes sieht man, wo man hin, zu welchem Restaurant man hinfährt. Dann fährt man dorthin, markiert sich als angekommen in dieser App. Dann kriegt man das Essen, dann markiert man das Essen als erhalten und erst dann gibt es die Adresse, wohin es geliefert werden soll. Und dann geht das Spiel weiter, bis man es als abgegeben meldet. Und dann bist du wieder frei für einen neuen Auftrag. Schichtbeginn beginnt eigentlich eine halbe Stunde vorher, indem meine App anfängt zu piepen, um mir darüber mich hinzuweisen, dass ich eine halbe Stunde Schichtbeginn habe. Dann fahre ich zu, je nachdem, in welchem Bezirk ich arbeite, es gibt zwei Hubs, sozusagen so Materiallager, in Mitte und in Kreuzberg. Und je nachdem, in welchem Viertel ich arbeite, hole ich mir dort meinen Rucksack ab oder wenn es regnet, noch eine Regenjacke oder solche Sachen. Und dann fahre ich zu einem Einlogpunkt. Es gibt für jedes Viertel einen sozusagen Login-Point. Das wäre jetzt in Kreuzberg-Neukölln die Schönleinstraße, in Mitte zum Beispiel in der Schweterstraße in der Nähe. Genau, man muss da sein. Also wenn man zu weit weg ist, dann kann sich die App nicht einloggen und man kann quasi, ist nicht im System. Wenn man dann drin ist, dann kriegt man auch kurz so ein Feedback, dass man verbunden ist. Und dann kriegt man, je nachdem, ob schon viel los ist, gleich einen Auftrag rein. Auch wieder durch Piepen gekennzeichnet, den man dann annehmen muss. Wenn man ihn nicht annimmt, kann es sein, dass sich die App sozusagen mit einer Roboterstimme anruft und sagt, man soll den Auftrag annehmen. Genau, und dann geht es eigentlich los. Dann kriegt man einen Auftrag und schaut, wo der ist, fährt dorthin, holt das Essen ab. Wenn man das Essen annimmt, dann packt man es in seinen Rucksack ein, lockt jedes Item sozusagen oder jedes Teil, also jeden Burger einzeln ein, dass er da ist und bestätigt nochmal, ob die Verpackung und die Sachen alle der Firma, den Idealen sozusagen entsprechen. Also zum Beispiel Alufolie darf eigentlich nicht verwendet werden. Und dann kriegt man die Adresse des Kunden erst angezeigt. Man weiß vorher schon den Namen und eine Telefonnummer meistens und kriegt angezeigt, wie viele Kilometer es entfernt ist. Das weiß man vorher schon. Aber die Adresse kriegt man erst, sobald man die Sachen noch abgeholt hat. Und dann kann man sich über Google Maps zum Beispiel automatisch anzeigen lassen, wo das ist. Dann fährt man dorthin, gibt es ab. Das muss man auch wieder quasi angeben, dass man es abgegeben hat. Und dann kriegt man, wenn schon wieder was ist, einen neuen Auftrag. Manchmal sieht man auch schon vorher, dass man quasi so pending Aufträge hat, dass man, wenn man den nächsten hat, kommt danach, sind noch zwei Aufträge, die danach in der Pipeline sozusagen liegen. Genau, und man kriegt auch bei jedem Auftrag angezeigt, dass man, wie viel Zeit man noch hat, bis zum Restaurant zu kommen, wie viel Zeit man hat, vom Restaurant zum Kunden zu kommen. Und das zählt dann sozusagen runter oder ob man schon im Minus ist. Also ich würde aus meiner sehr subjektiven Beobachtung natürlich sagen, jung und männlich hauptsächlich. Gibt auch viele Frauen, die fahren, aber schon hauptsächlich jung und männlich. Und aber auch schon sehr international. Also viele sprechen auch Englisch nur.
Nicht deutsch, männlich, unter 40, in Geldnot. Nee, das ist ja das ist das Problem. So Verschleiß von Fahrrad, was ja, wenn man richtig viel fährt, ja schon da ist. Das ist quasi das eigene Risiko oder die eigene Verantwortung. Was gerade bei einer stressigen Schicht und den vielen Kopfsteinpflaster, Straßen und wenn man auch abends fährt, dann verschleißt man sein Fahrrad schon ganz schön. Ja, es gibt ein Schichtsystem, wo man sich online einloggen kann und dann kann man dort auswählen für die nächste Woche, ich bin dann und dann verfügbar, gibt das quasi an, auch pro Stunde und wird dann quasi zugewiesen, ob man eine Schicht am Sonntag oder am Dienstag hat. Wichtig ist auf jeden Fall, die Sonntagsschichten sind am wichtigsten für Foodora, weil das die Hauptverkaufszeit ist und Samstagabend auch. Und man muss eine Mindestanzahl an Sonntagsschichten machen im Monat, sonst gibt es vielleicht auch eher Stress. Also man dürfte jetzt nicht nur immer nur dienstags, mittwochs, tagsüber fahren. Es gibt einmal die Hotline, die Fahrer-Hotline, die wir anrufen können, wenn irgendwas nicht stimmt. Also so, wenn das Essen nicht fertig ist oder wenn es sehr lange dauert oder wenn irgendwas anderes nicht oder wenn die App abgestürzt ist, dann gibt es eine Handynummer, die wir anrufen können und kommen im eigenen Call oder beim Callcenter raus, die uns helfen. Und es gibt eine WhatsApp-Gruppe, in der Probleme besprochen werden, Schichten getauscht werden und wenn man die nicht auf stumm stellt, dann klingelt eigentlich den ganzen Tag das Handy. So, also das ist schon ein Job, der auch irgendwie über dein privates Handy halt, über dein Mobiltelefon halt auch ständig dich in deiner Freizeit nervt oder auch ständig oder öfter mal präsent ist so. Ich habe tatsächlich mit Menschen auch schon Kontakt, also im Materiallager einmal, wenn ich mir einen Rucksack oder eine Regenjacke abhole. Das ist mit menschlichem Kontakt. Und auch ich kriege ab und zu Anrufe von den Dispatchern, wenn zum Beispiel irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Es kann zum Beispiel sein, dass man vielleicht länger fahren soll. Dann rufen sie einen während der Schicht an und fragen, hey, kannst du eine halbe Stunde länger machen? Oder es gab auch schon mal, da so ein Fahrradrucksack ja auch begrenzt groß ist, kann es manchmal auch bei Bestellungen sein, dass sie zu groß sind. Und dann habe ich auch schon mal mit einem Kollegen zusammen eine Bestellung zusammen ausgefahren. Dann wurde mir quasi wurde gesagt, gleich kommt noch ein Kollege, ihr fahrt das zusammen aus. Sie sehen auch, wenn im Restaurant es länger dauert. Und dann informieren sie automatisch den Kunden oder sagen uns manchmal auch, dass Sachen nochmal umgeändert werden. Also sie greifen quasi in diesen automatisierten Prozess immer dann ein, wenn sie denken, da muss was mal nachjustiert werden. Also bei Deliveroo ist man ja selbstständig, also, und hat es selbst in der Hand, wie lange man da arbeitet. So, es gibt Leute, die arbeiten schon sehr lange dort, weil sie den Job mögen und sich damit identifizieren. Andere machen es, bis sie was Besseres finden oder bis sie genug Geld haben, weil sie auf was gespart haben, ist unterschiedlich. Aber tendenziell ist die Fluktuation schon ziemlich hoch. Also, ich glaube, werden viele Leute jetzt im Herbst kündigen, weil es schon, ich habe das Gefühl, viele im Sommer anfangen und dann im Herbst irgendwann aufhören. Also das sind die Leute, die es nur als Nebenjob machen. Aber so richtig, wie lange die Leute das machen, das war echt unterschiedlich. Manche habe ich getroffen, die haben vor 2 Monaten angefangen, andere machen es schon ein Jahr. also es gibt ja diese Meeting Points, wo man sich am Beginn der Schicht trifft und wo man dann auch wieder hin zurückkehrt, wenn man da seinen Auftrag erledigt hat und keinen neuen bekommen hat. Und dann gibt es sicherlich Kontakt. So, man unterhält sich, man hängt zusammen rum.
Das ist auf jeden Fall einer der netteren Aspekte vom Job, dass man auch mal zusammen in der Sonne liegt oder sich halt vom Regen unterstellt, je nachdem. Es gibt Kontakt, meistens am Materiallager einmal, wenn Leute auch gerade ihre Schicht beginnen oder aufhören, grüßt man sich. Und dann da, wo der Kontakt meistens dann stattfindet, ist vor den Restaurants, wenn mehrere Fahrer und Fahrerinnen gleichzeitig ankommen und auf eine Bestellung warten. Dann passieren die meisten Gespräche. Dort habe ich auch mit Leuten über die Streiks in London gesprochen, mit zwei Deliveroo-Fahrern. Die haben es mir tatsächlich erzählt, ich wusste es bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und haben dann gesagt, dass da gerade Streiks sind, haben sich überlegt, wie das wohl in Deutschland wäre. Und dann spricht man allgemein über, wie lange fährt man schon, wie lange ist die Schicht noch. Meistens noch jedes Mal eigentlich flucht man über die App oder über Sachen, die passieren. Wir haben auf jeden Fall uns über die Bedingungen unterhalten, aber dass wir uns jetzt groß organisieren wollten und was fordern, dafür war die Zeit eigentlich zu kurz. Also so, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, was passiert, wenn dein Fahrrad kaputt geht, dass du dir ein Leihfahrrad holen kannst und dass sie es aber auch relativ schnell wiederhaben wollen. Und dass es eigentlich kein so rosiger Job ist, wie es uns am Anfang vermittelt wurde, oder dass es nicht so viel Spaß macht, besonders nicht im Regen, aber dass wir uns da organisiert haben, dafür waren die Zeitabstände einfach zu kurz. Sie wissen immer, wo ich bin und seit neuestem wissen auch die Kunden, wo ich bin. Das haben sie vor einer Weile eingeführt, jetzt vielleicht ein paar Wochen alt erst, dass sobald ich aus dem Restaurant quasi die Sachen entgegennehme und sage, ich habe sie in meinen Rucksack eingepackt, sehen die Kunden so eine Art kleines Fahrrad auf einer Karte bei sich zu Hause und wissen, wo ich bin, wissen meinen Vornamen und sehen mich quasi, wie ich auf dem Weg zu ihrer Wohnung unterwegs bin, wie weit ich noch entfernt bin. Es gibt eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die einem die App anzeigt. Also für jede Lieferung oder nach jeder Lieferung kriege ich angezeigt, wie viel km/h pro Stunde bin ich gefahren. Und bei dem Onboarding, so heißt der Bewerbungsprozess, wenn man eingewiesen wird, wie eigentlich alles funktioniert, wird gesagt, wenn man häufiger unter einem bestimmten Durchschnittswert ist, ich glaube es waren 15 km/h, dann melden sie sich bei dir. Also es war sehr unkonkret gesagt, wann das passiert. Aber wenn man häufiger langsamer ist als dieser Durchschnittswert, dann gibt es irgendwie Konsequenzen. Dann wird gefragt, warum bist du eigentlich so langsam? Was ist da los? Es war ein Unfall, ich auf dem Fahrrad und ein Auto. Und an den Hergang kann ich mich nicht erinnern, genau. Aber es war dann so, dass ein Kollege von mir kam und das Essen aufgesammelt hat und es mir auf die Schulter geklopft hat und mir alles Gute gewünscht hat, das Essen dann ausgeliefert hat. Aber da war der Krankenwagen schon da und Leute haben es gesehen. Und was mich danach eigentlich so ein bisschen, wo ich enttäuscht war oder ein bisschen wütend, so dass sich wirklich niemand gemeldet hat, von denen ich gefragt, wie geht's? So, und meine Freunde haben mir Essen ins Krankenhaus gebracht und haben mich gefragt, warum ich nicht in Sushi schwimme, obwohl ich doch für den Essensdienst arbeite, aber es kam nichts. Also ich habe dann da einfach nicht mehr gearbeitet. Ich habe sie halt auch gefragt, ob sie da irgendwie eine Art von Hilfe für mich haben, ob das schon mal vorgekommen sei und ob es da einen Erfahrungswert gibt. Das wurde dann verneint. Also es gab es wohl noch nie, meinten sie. Und haben mich aber dazu angehalten, nicht zu erwähnen, dass ich beruflich unterwegs war, weil ich sonst Probleme bekommen könnte mit meiner Krankenversicherung. Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man fährt. So die Familie aus Charlottenburg, die geben auf jeden Fall Trinkgeld, weil es einfach sich so gehört. Das kennt man so von früher. Die Neuköllner Alternativkundschaft, die schon den veganen Burger bestellt hat, hat schon was Gutes getan und tippt nicht.